Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen aktuellen Software-Video. Ihr seht es unten rechts hier in der Taste, heißt es auch, wir haben den 2. Juli 2024 und es sind verschiedene Racing-Games mittlerweile erschienen. Und ich werde immer wieder im Stream gefragt, Marcel, was hast du eigentlich für eine Base? Den beantworte ich das natürlich, haben wir auch einen Lenkradbefehl, Ausrufezeichen Lenkrad im Twitch-Chat. Die Software-Einstellung, das interessiert natürlich auch viele und das möchte ich euch heute hier zeigen. Ich habe natürlich für jedes Spiel einen Profil, sag ich mal. Manche decken sich natürlich auch. Aber hier sieht man jetzt erstmal F1-24. Und zwar habe ich 270 Grad Lenkwinkel. Als das Spiel rauskam, habe ich 400 gehabt. Aber nach dem Handling-Patch habe ich gemerkt, 270, das, was ich in F1-23 auch schon hatte, ist für mich the way to go. Für mich selber. Bin da aber, glaube ich, eher eine Minderheit. Aber das ist ja nicht schlimm. Jeder so, wie er damit zurechtkommt. Denkt bitte dran, auch bei der zweiten Einstellung, ich habe das Clubsport DD Plus in der 15-Newtonmeter-Variante. Die hat auch noch PlayStation-Support. Und wichtig ist, wenn ihr diese Einstellung übernehmt, dann guckt ihr halt auch, dass ihr vielleicht auch 15 Newtonmeter habt. Habt ihr jetzt als Beispiel 8 oder 5 oder 22 oder keine Ahnung wie viel. Das kannst du nicht einfach 1 zu 1 übernehmen. Das werdet ihr gleich aber auch nochmal sehen. Ich fahre ja nicht mit 15 Newtonmeter. Das ist in der Base zwar so eingestellt, aber im Spiel nicht. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Das sind, wie gesagt, die Einstellungen in der Fanatec-Software selber. Und jetzt kommen wir zur Tastenbelegung oder auch zum Force Feedback und so weiter nochmal. Also ich glaube, hier oben gibt es keine Überraschung. Bei der Kupplung habe ich das bewusst auf den Schaltwippen, weil die Tatsache ist einfach, das ist ja wie ein Lichtschalter, an oder aus. Na, du drückst den runter oder lässt los. Fertig ist die Geschichte. Und meine Starts, würde ich sagen, sind relativ gut. Nicht die besten, aber schon relativ gut. Ich habe Pedale, wenn man die durchdrückt, hast du ja immer einen Weg, den du zurücklegen musst mit dem Fuß. Und das dauert. Mal länger, mal weniger. Kann ein Zehntel sein, eine Sekunde, ein paar Millisekunden, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall dauert der Weg von dem Fuß, den zurückzulegen, auf jeden Fall dauert länger, als einfach eine Taste loszulassen. Relativ simpel. Deswegen die Kupplung auf den Schaltwippen. Ja, zurückschauen und so weiter ist klar. Rückblende und so weiter kennt ihr auch. DRS aktivieren habe ich hier auf der Rücktaste. Kann das ja hier mal einmal kurz zeigen. DRS habe ich auf dieser Seite. Hat halt den Vorteil, wenn ich halte tatsächlich das Lenkrad so. Klingt komisch, aber mit den mittleren beiden, sag ich mal, habe ich halt eben das Schalten. Mit dem Zeigefinger, sag ich mal, also die Kuppe, die Fingerkuppe, sag ich mal, ist auf den oberen. Und hier mit dieser Kuhle schalte ich quasi. Deswegen habe ich halte mich so fest. Ne, vielleicht sieht man das ja so ein bisschen, dass ich damit halt eben drücke. Und aber so mache ich denn diesen halt, ne? Ihr wisst Bescheid. Also, hoch runter schalten und halt den Start. Hier auf dieser Taste hier habe ich ERS in Überholen. Manchmal willst du ja nur für einen kurzen Moment ERS volle Pulle haben. Das heißt, ich kann beim Hochschalten kurz beide Tasten gleichzeitig drücken. Ne? Schalte ERS dazu auf Überholen. Und beim nächsten Mal schalten mache ich das direkt wieder runter. ERS dosieren, weil man kann ja auf kein Mittel, Hotlap und Überholen machen, habe ich sonst hier. Da habe ich die einzelnen Einstellungsmöglichkeiten. Aber das ist quasi hier die Turbo-Taste. Ich muss es so rumhalten. Hier ist quasi die Turbo-Taste und hier quasi variiere ich drum, deswegen auf einer Seite. Auf der anderen Seite, hier auf dieser Seite, habe ich das Vorderrad-Bremskraftverteilung, so heißt es im Deutschen. Weil gerade in Japan zum Beispiel hast du verschiedene Sektoren, wo du unterschiedliche Prozente auf der Bremse fährst und das kann ich dann halt eben hier einstellen, das ist deutlich einfacher. Ansonsten habe ich hier oben noch den Boxenstopp-Limiter. Hier habe ich eine Taste, wenn man in die Box einfährt, dass man perfekt, wenn der 0,1 Sekunden ist, muss er eine Taste drücken. Das ist dann halt eben hier. Und die oberen Tasten ist, glaube ich, MFA durchschalten, die nutze ich aber halt eben nicht. Jeff halt eben holen auf der 2 hier. Unten Hauptmenü und so weiter. So die Standard, die Basics halt, ne? Genau. Gehen wir wieder ganz nach oben. Jetzt haben wir einmal die Kalibrierung. Da habe ich alles Standard gelassen, außer beim Bremsspiel. Das hat halt einfach damit zu tun, wenn du den Fuß auf der Bremse hast, sage ich mal, den legst du ja ab, den sollst du ja locker drauflegen. Wenn ich die Zahl nicht auf 13 habe, dann ist das halt eben so, dass ich immer so ein bisschen bremse. Und ja, brauche ich euch nicht erklären, das ist dann natürlich ungünstig. Linearität der Bremsen ist für mich tatsächlich eine Hilfe. Ich bin nicht der Beste auf der Bremse, aber bei Formel 1 glaube ich relativ gut. In ACC habe ich dann auch derbe Schwierigkeiten. Und zwar, ich drücke voll durch, ne? Das willst du ja sofort haben. Und beim Zurücklassen, sage ich mal, kann ich dieses Trailbraking dadurch besser machen. Ist der Wert nicht auf 25, sondern auf 0, dann sieht das bei mir so aus. Entweder an oder aus. Und das ist halt ziemlich Mist. Und man hört vielleicht, ich muss meine Bremse ölen. Das zur Kalibrierung, glaube ich. Kurz und knackig.
Beim Force Feedback muss ich nochmal darauf hinweisen, wir hatten ja eben im Fanatec-Programm gesehen, ich habe auf 15 Newtonmeter gestellt, habe hier aber tatsächlich nur 35, das war bei mir das Beste. Ich mag es zum Beispiel wirklich, ich glaube, E-Sportler haben das ein bisschen anders, die haben hier glaube ich überall 0, aber ich mag es, wenn man so ein bisschen das Vibrieren im Lenkrad merkt, wenn man auf dem Körper fährt, dass man das merkt, deswegen 15, 15, 5, 5, 0 und halt wie gesagt, der Lenkeinschlag hier auch nochmal auf 200. 70, das zu Formel 1. Kommen wir zu Assetto Corsa Competizione, Leute. Denkt dran, jede Woche könnt ihr bei mir auf dem Discord-Server einen Ping bekommen, einen Ping, damit ihr halt eben wisst, welche ACC-Strecke fahren wir, welche Bedingungen mit allem drum und dran. Jeder kann da mitmachen, wir haben 60 Slot-Server, da kleine Werbung an der Stelle. Kommen wir aber jetzt zu meinen Einstellungen. 900 Grad Lenkwinkel, Force Feedback ist in der Grundeinstellung genau das gleiche. H-Werte sind hier genau anders. Ich kann euch jetzt nicht jeden einzelnen Punkt genau erklären, was das genau bedeutet. Auch da habe ich Hilfe bekommen. Lieben Gruß an Delphi, geht da raus. Das sind aber aktuelle Einstellungen zur Clubsport DD+. Denkt dran, das sind 15 Newtonmeter. Und ich glaube, das sieht man jetzt auch im Spiel selber, dass wir hier nicht 15 Newtonmeter fahren, sondern ich habe hier 40%. Das ist schon relativ viel. Ich meine, Kopfrechnen bin ich ganz schlecht. Aber von 15 die Hälfte sind 7,5. Was ist denn 40%? Ja, jetzt seid ihr gefragt. Ja, Quizfrage. Ich fahre also relativ stark. Ich weiß nicht, also das ist jetzt nicht so super sonderkrass, aber auch nicht wenig. Lenkeinschlag, wie gesagt, auch 900 Grad. Das macht das Ganze halt eben selber. Ich habe meine Bremse ein bisschen so eingestellt. Ihr seht selber, dass da manchmal so ein bisschen... Ja gut, jetzt klicke ich drauf, aber man sieht diesen roten Strich da ja, ne? Man kann da also sehen, ab und zu ist da so ein bisschen Ausschlag. Hier beim Gas, glaube ich, braucht man nicht viel sagen. Da müsst ihr halt eben drauf aufpassen, dass wir hier wirklich bis ans Ende kommen. Ne, sonst müsst ihr das hier dementsprechend einstellen. Und bei der Bremse, was soll ich euch sagen? Tray Braking natürlich das Wichtigste überhaupt. Kupplung ist, denke ich mal, auch klar. Wie gesagt, Zündung, Anlasser, Boxenlimiter, das sind eigentlich die drei Sachen. Alles andere ist ja auch eine persönliche Referenz, was ihr halt eben am schönsten findet. Schalten tue ich natürlich selber. Ja, das sollte auch schon zur ACC gewesen sein. Kommen wir zum Schluss noch zu meinem zweiten Lenkrad, sag ich mal, was ich für EA Sports WRC mache, was wir auch jede Woche nach ACC zum Beispiel machen. Open Lobbys, Crossplay, das ist ganz wichtig. Auch da kann jeder von euch mitmachen. Einfach nur ein rundes Lenkrad fürs Feeling selber mit einem QR2 Quick Release, sag ich mal, damit wir auch ein bisschen hier auf 8 Newtonmeter halt eben raufkommen. Tastenbelegung habe ich nicht wirklich für WRC. Ich schalte selber alles andere relativ automatisch. Sieht, es ist sehr glatt. Das ist richtig! Ich glaube, man hat anhand der Clips gesehen, dass hier Content im Vordergrund steht. Ich bin also nicht auf E-Sports-Basis unterwegs. Das gleiche auch bei Euro Truck Simulator. Ich habe natürlich auf den einzelnen Tasten, die man hier im Programm sieht, sowas wie Tempolimiter als Beispiel, Licht anschalten und sowas, ansatteln, Warnblinklichtanlage und so weiter. Das habe ich selber. Ansonsten natürlich auch ganz normal Pedale vor, zurück mit allem drum und dran. Wenn da Fragen zu sind, egal ob zu Formel 1, ACC, WRC, ETS, wie auch immer, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Schreibt es gerne in die Kommentare runter, ich würde mich tierisch drüber freuen. Ja, ansonsten sehen wir uns vielleicht im nächsten Video, im Hardware-Video oder vielleicht auch bei anderen Videos oder vielleicht bei den täglichen Streams auf Twitch. Euer InventMaster. Bye, bye.